Nächste Rednerin ist die Linzer Anwältin Susanne Fürst, Vize-Club-Chefin der Freiheitlichen und zuständig für die Geschäftsordnungsthematik in ihrer Partei. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie erlauben, Herr Bundeskanzler, möchte ich Ihnen jetzt auch mitteilen, was ich von Ihrer Art Politik zu machen halte. Ich darf auf Ihr Statement eingehen. Sie reden von Grundrechten, vom Hochhalten der Meinungsfreiheit, lassen Sie aber gleichzeitig seit einem Jahr unterdrücken. Vom ersten Tag an, vor einem Jahr, wurden Menschen, die einfach nur leise Kritik an den Regierungsmaßnahmen äußerten, ins Covidioten-Eck, ins Corona-Leugner-Eck gestellt vor den Medien. Sie haben sich dagegen nie ausgesprochen. Vom ersten Tag an diese Polarisierung, dann darf man sich nicht wundern, wenn man dann nicht alle Menschen mitnimmt. Sie sprechen vom Hochhalten der Versammlungsfreiheit. Wir wissen, was in Wahrheit los ist. Dort sind keine Corona-Leugner, Covidioten. Dort sind Eltern, die sich wahnsinnige Sorgen um ihre Kinder und Jugendlichen machen. Dort sind viele, unglaublich viele Leute, die ihren Job verloren haben und die sich Sorgen um die Zukunft machen. Ich meine, man braucht sich nur die Wirtschaftsdaten ansehen. Und dann sprechen Sie davon, dass gerade Wien, Burgenland, Niederösterreich Tag und Nacht tagt, um die Intensivkapazitäten irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja, da frage ich mich, ein Jahr Corona, mit heutigem Stand sind 437 Corona-Patienten auf der Intensivstation. Ja, das ist traurig. Das ist unter 50% der Plätze, die für Corona-Patienten reserviert sind. Das heißt, wir haben nicht einmal 1000 Plätze in ganz Österreich für Corona-Patienten reserviert, nach einem Jahr Corona-Krise, die, wie Sie jeden Tag sagen, die größte Krise ist seit Jahrzehnten. Wie kann man das verstehen? Da müsste man sich doch naheliegenderweise, nachdem ja Sie nur den Fokus auf Corona legen und alles andere beiseite lassen, alles andere, was sich an Schäden türmt, an Gesundheitsschäden, an psychischen Schäden, an wirtschaftlichen und sozialen Schäden, lassen Sie beiseite. Es gibt der alleinige Fokus Corona. Und selbst dabei haben Sie nur nicht einmal 1000 Plätze geschaffen auf den Intensivstationen in Österreich. Da hätten Sie doch den Gesundheitsminister anweisen müssen, alle Kapazitäten, alles Geld da rein, damit man die Spitzenzeiten bei Infektionskrankheiten, das weiß man ja, Spätherbst und dann bei Frühlingsbeginn, abgefangen werden. Und das verstehe ich auch übrigens von der Stadt Wien und von der VSPÖ-Vorsitzenden nicht, dass hier nicht, letztes Jahr war noch die Rede von Zeltstätten, provisorischen Städten, es müsste doch gelingen, nach so vielen Monaten Vorbereitungszeit, das abzufangen. Das ist aus meiner Sicht ein großes Versagen, von dem hier abgelenkt wird mit dem diversesten Skandalen, die sich rundherum abspielen. Das ist eine Art Politik zu machen, die ich ablehne. Wir haben noch nie das Coronavirus verleugnet. Wer sagt, dass wir uns unvernünftig verhalten? Man spricht sich aus gegen einen konsequenten Bruch unserer Verfassung, gegen unsere Grundrechte, gegen alles, was wir bisher vertreten haben. Das alles wird jetzt mit Füßen getreten und dagegen sprechen wir uns aus. Und zur Impfung kann ich nur sagen, Sie kündigen an, bis Juni werden 5 Millionen Österreicher geimpft, danach dürfen, können wir in die Normalität zurückgehen. Ja, freiwillig, bitte, freiwillig alles, die Menschen nehmen das an, wenn sie informiert werden, wenn sie sachlich informiert werden, am besten werden Gespräche mit dem Arzt, wie wir es immer gemacht haben. Ja, die Menschen, sehr, sehr viele Menschen wollen geimpft werden und die sollen auch geimpft werden, natürlich. Und es sollen, wer will, die FFP2-Masken tragen und so weiter. Aber dieser Zwang, was Sie hier machen mit den Kindern in den Schulen, mit den Angestellten, die Sie 8 bis 10 Stunden aufhaben müssen, wo man wirklich Gesundheitsrisiken nicht ausschließen kann, das hat übrigens auch die Frau Vorsitzende noch vor wenigen Monaten gesagt, sagt sie jetzt nicht mehr, das ist das, was falsch ist. Sie reden nur schwarz und weiß, so ist es nicht. Freiwillig bitte alles. Aber Sie sagen auch, Impfung freiwillig, was spielt sich ab?
schon bei der Priorisierungsliste völlig richtig. Zuerst Impfen anbieten bei den Älteren, in den Pflegealtersheimen, Behindertenheimen. Ja, wie schaut die Freiwilligkeit aus? Es ist enormer Druck. Es wird den Bewohnern gesagt, du darfst sonst nicht mehr aus dem Zimmer raus, du darfst nicht in die Gruppe rein. Das Personal, ich meine, die sind ja abhängig. Die verlieren ja sonst ihren Job, werden enorm unter Druck gesetzt. Das ist freiwillig. Nein, das ist nicht freiwillig. Dabei sind noch bei weitem nicht alle Menschen geimpft, die sich eben wirklich freiwillig impfen lassen. Wieso lassen Sie nicht denen den Vortritt? Wieso lassen Sie nicht die aus, die nicht wollen? Und jedenfalls dürfen Sie dann nicht von Freiwilligkeit sprechen. Zum Schlusssatz machen Sie hier kehrt mit dieser falschen Politik. Auch zum Impfpass. Es soll die Impfung, egal was Sie sagen, die Impfung hier erzwungen werden. Über sonstige Vorenthaltung der Grundrechte, das ist ein Tabubruch unserer Verfassung ohnegleichen. Das alles im Namen des Gesundheitsschutzes. Schon sehr praktisch, weil man das als Vorwand nehmen kann für viele andere Dinge, die mit Corona vielleicht nicht so viel zu tun haben. Applaus